Kein Grund. Fünf, vier, drei, zwei. Karl Schranz ist unterwegs und er demonstriert seine schier unglaubliche Körperbeherrschung. Ein anderer Charakter, der Karl. Hat dem Rennsport eigentlich sehr viel gegeben, hat sehr viel gewonnen. Wieder war keiner schneller als Schranz. Er hat auch immer gesagt, was er sich gedacht hat und war in dem Punkt also sehr, sehr ehrlich, nicht nur zu sich, sondern auch zu den anderen gegenüber. Ich habe nichts gegen ihn. Ich weiß nicht, wieso er was gegen mich hat. Gewisse Dinge waren nicht immer glücklich, aber er war halt ein hart im Nehmen, aber war hart im Geben. Karl Schranz, gefeiertes Ski-Idol der 1960er Jahre, dreifacher Weltmeister, zweifacher Gesamtweltcup-Sieger, einer der erfolgreichsten österreichischen Skirennläufer seiner Zeit, zugleich tragischer Held des Skisports. Seit seinem Ausschluss von den Olympischen Winterspielen in Sapporo 1972 steht Schranz für eine der größten Ungerechtigkeiten, die einem Spitzensportler je widerfahren ist. Sankt Anton am Adelberg. Paradies für Wintersportbegeisterte. Im November 1938 kam Karl Schranz in dieser malerischen Gegend zur Welt und wuchs mit seinen beiden Geschwistern auf einem Bauernhof auf. Das Talent fürs Skifahren wurde bei Schranz schon als Kind entdeckt. Ja, meine Mutter hat mir gesagt, mit 2,5 Jahren. Da ist ein Skilehrer mit einer Gruppe oben gestanden und dann hat sie mich dorthin gestellt zu ihm. Dann hat mich der mal geführt so und dann hat er mich selber fahren lassen. Also kein Problem, hat er gesagt, dem brauche ich nicht mehr helfen. Der fährt schon von selber. Wir sind aufgewachsen zu fünft in St. Anton, haben mal im Bauernhaus gewohnt. Und 1947 ist uns das Haus abgebrannt. Das war natürlich nicht sehr angenehm für uns, weil wir von Haus aus sind wir ärmere Leute waren. Sonst sind wir sehr viel Ski gefahren, weil man in Anton nicht sehr viel tun kann außer Skifahren im Winter. Man fährt in die Schule mit dem Rodel oder mit dem Ski. Und nach der Schule, Schultaschen heim, die Ski aus und dahin geht's wieder. Bei uns waren schon Rennen und da waren die großen Stars und dann habe ich beschlossen, okay, das möchte ich werden. Also habe aber nicht gewusst, dass man da nicht, davon nicht leben kann, dass man einen Beruf haben sollte und. Aber ich wollte ja immer Rennfahrer werden. Schranz feierte als Jugendlicher bereits erste Erfolge bei regionalen Skibewerben. Er weckte das Interesse eines großen Skiherstellers, der sich an die Mutter des jungen Karl Schranz wandte. Dann kam der Kneisel, der hat gesagt, dein Sohn wird bei mir lernen. Der wird in die kaufmännische Lehre gehen und. Und dann verdient er auch was. Gell? Und hat einen gescheiten Beruf. Ja, hat sie gesagt, das höre ich gern. Mein Vater ist sehr früh gestorben. Ich möchte nicht sagen, dass der Franz Kneisel die Vaterrolle übernommen hat in dem Fall, sondern er mein älterer Bruder geworden ist. Er hat mir geholfen überall, wo er konnte und hat mir auch oft gesagt, was ich falsch gemacht habe. Und das hat mir als jungen Burschen gefehlt, dass mir jemand gesagt hat, nein, das ist richtig oder das ist falsch. Aber ich meine, gearbeitet haben wir nie in der Firma. Das ist logisch. Wir waren immer auf Trainingslager oder was immer sonst gewesen ist. Alle Rennläufer sind irgendwo bei Kästle, bei Kneisel, dann später Atomik und Fischer. Und die waren alle angestellt. Gell. Damals konnte man auf dem Skisport nicht bauen. Man konnte nicht
sagen, ich werde Rennläufer. 1955 beim Kandahar-Slalom in Sestriere gehörte der damals 17-jährige Karl Schranz zu den Favoriten und zählte zum Kreis der bewunderten sogenannten weißen Zauberer. 1957 sollte Schranz' Traum vom erfolgreichen Skirennläufer Wirklichkeit werden. In Chamonix tritt er aus dem Schatten seiner Idole. Ja, zuerst habe ich noch die österreichische Meisterschaft gewonnen. Dann bin ich nach Chamonix gefahren. Und der Toni Seiler und der Molterer, die sind nicht da gewesen. Also habe ich müssen, stellvertretend für die habe ich gewinnen müssen. Und ich habe dann gewonnen. Aber ich habe dabei auch gesagt, Toni Seiler wäre noch schneller gewesen als ich. Aber die waren halt nicht da. Ja, ja, ich habe oft mit beiden diskutiert natürlich über wer war der Größte, wer war der Beste und so weiter. Karli hat damals gesagt, für mich war Toni Seiler der Größte. Von mir weiß ich nur, dass ich die meisten Rennen gewonnen habe. Das letzte große Skiereignis der Saison, Kandahar-Rennen in Chamonix in Frankreich. Das ist Karl Schranz, der blutjunge Adelberger. Obwohl eigentlich Torlaufspezialist, gewinnt der Junior die Abfahrt. Schranz fährt dann im Slalom ein taktisch sehr kluges Rennen. Riskiert nicht zu viel, wird Torlauf Zweiter und dadurch Kandahar-Sieger. Karl Schranz, den Torlauf, gewinnt Toni Mark. Das Rennen ist entschieden, der Kampf der Läufer mit den hohen Startnummern geht weiter. Bis zur totalen Vernichtung. Die Adelberg-Kandahar-Rennen zählten vor Einführung des alpinen Skiweltcups 1967 zu den prestigeträchtigsten, aber auch gefährlichsten Skirennen. Schwere Stürze und Todesfälle waren aufgrund nicht vorhandener Sturzzonen oder Fangnetze keine Seltenheit. Angst wich dem Respekt vor der Strecke. Weil wenn du keinen Respekt hast, dann bist du nicht konzentriert. Das muss man so sehen. Aber keine Angst. Du darfst, wenn du Angst hast, dann bist du automatisch schon langsamer. Das hat uns das Kandahar in Garmisch recht deutlich gezeigt. Ein Todessturz und fast 50% Ausfälle. Molterer kommt durch, aber wie? Es war ein schauriges Rennen der Sensationen. Ein Spiel um den Einsatz des Lebens und der Gesundheit. Der gleiche Salto rückwärts des Amerikaners Buddy Werner. Die lebensgefährlichen Bäume zum Greifen nahe. Ich habe ja auch mit dem Karl mitgelitten. Da gab es sehr, sehr viele Anlässe. Es hat gegeben zwei große Rennen im Sinn von Weltcuprennen, bei denen Fahrer tödlich verunglückt sind. Das eine war in Garmisch der John Semmeling, ein junger Kanadier, und dann war der Franzose Charles Bosson, der war in Megève. Und es war beide Male war der Karl erschüttert natürlich und sagt, was ich nicht verstehe, warum gewinne immer ich die Todesrennen? Mit Nummer 13 besteht einer diesem Teufelsritt mit Bravour und Glück, der 20-jährige Adelberger Karl Schranz. Seine fantastische Technik hilft ihm, die Tücken dieser Todesstrecke zu überwinden. Ich habe einmal dreimal hintereinander das Kandahar-Rennen gewonnen. Das war schon eine Zeit, wo ich geglaubt habe, ja gut, es geht so weiter. Gell? Karl Schranz kann sich an der Jagd auf den Torlaufsieg nicht mit voller Kraft beteiligen, denn der Gesamtsieg in Kandahar ist wichtiger. Schranz fährt auf Sicherheit, um nach seinem Abfahrtserfolg die Kombination nicht zu gefährden. Der Adelberger im Stil absolute Weltklasse. Wie Anderl Molterer, nun auch Karl Schranz, dreifacher Kandahar-Sieger. Da habe ich gesagt, ja, viel Training, aber viel Training. Das ist ja das, was ich am Schluss immer hochgehalten habe, das Training. Ich musste trainieren, wesentlich mehr als die anderen.
Und dann habe ich gewusst, es rentiert sich durch die Erfolge. Ja. Schranz trainierte viel und hart, um seine Siegesserie fortsetzen zu können. Er zog konsequentes Einzeltraining dem Training mit der Mannschaft meist vor. Schon bald bekam er den Spitznamen der einsame Wolf vom Adelberg. Einzelsport, Einzeltraining. Das ist logisch. Ich hab gewusst, ich muss allein trainieren. Den Willen. Weil wenn man zu zweit ist, dann tut man sich gegenseitig ein bisschen pushen. Ja. Skisport ist vom Start bis zum Ziel allein. Und das habe ich gemacht. Ich habe ja, immer weiter gedacht. Also logischerweise hart trainieren und allein. Die Siege waren die Motivation, um mehr zu trainieren. Wenn du gewonnen hast, ja, das habe ich dem, das muss ich dem und dem verdanken, meinem Training. Klar, ist eine logische Sache. Und die Motivation war die Siege immer mehr. Und wenn ich mal nicht gewonnen habe, dann habe ich noch mehr trainieren müssen, weil ich gesagt habe, das war der Fehler. Dabei war es oft auch der Ski. Schranz fuhr als einer der ersten Rennläufer im einteiligen Rennanzug und entwickelte eine spezielle Körperhaltung, die ihn noch schneller machen sollte, die Schranzhocke. Und ich war im Windkanal, da habe ich mich hinten runterlassen und da haben die gesagt, ah, das war die ideale Hocke. Nur man kann nicht fahren, ohne dass man schaut. Gell? Und dann habe ich das bei uns im Steißportal ausprobiert. Dann ist es gegangen, ungefähr 100 Meter. Dann habe ich es halt probiert. Ja. Und ich habe zufällig dort gewonnen. Gell. Das war auch mit deiner Hilfe. In Chamonix, am Fuße des Mont Blanc, setzte Karl Schranz 1962 seine Siegesserie fort. Schranz wird nach nur einem Lauf gleich zweimal Weltmeister. Gold in der Abfahrt bringt nach einem vierten Rang im Slalom und Silber im Riesentorlauf auch den Titel in der Kombination. Als Doppelweltmeister und dreifacher Medaillengewinner feiern Karl Schranz und das ÖSV-Team einen Sensationserfolg. Bei der Ankunft in Wien wurden die Skihelden bejubelt. Wir sind eben dort angekommen und da waren ein Haufen Leute da, ja, ganz normal. 6 Goldmedaillen von 8, 15 Medaillen von insgesamt 24. Das ist unser bisher größter Erfolg im alpinen Skilauf. Bis heute hat keine Mannschaft mehr. Obwohl es heute eine Disziplin mehr gibt, sind wir die erfolgreichste Mannschaft gewesen. Ja, und dann habe mich wohl gefühlt. Ich meine, das waren die Leute, die waren sehr nett, die haben gerufen, ja, gut, Karli. In Wien, das war überhaupt nicht. Ich habe gesehen, das ist ein Dank der damals hauptsächlichen Wiener für alle, für die ganze Mannschaft. Meine Mutter war schon sehr viel in Wien. Weil die mit der Herrschaft von der Tschechoslowakei nach Österreich gekommen ist. Und die hat mir viel über Wien erzählt. Die hat uns viel, ja, die Herrengasse, wir haben das alles schon gewusst. Gell? Und die hat uns Wien schmackig gemacht. Gell? Die hat auch ein bisschen wienerisch gesprochen. Und ich war da schon gewöhnt, na erst, weißt du, und so. Karl Schranz bekam Anfang der 1960er Jahre sogar Angebote aus den USA. Er lehnte ab und blieb seiner Heimat St. Anton stets treu. Die Familie stand für Karl Schranz immer im Mittelpunkt. Sein Neffe, der heutige Bürgermeister von St. Anton, erlebte das abwechslungsreiche Leben im Hause Schranz hautnah mit. Ja, der Karl Schranz ist ein Onkel, das ist der Bruder meiner Mutter. Und ja, von Kindheit an war das natürlich genau die spannendste Zeit, wo er im Rennsport tätig war.
Und da haben wir natürlich alles hautnah miterlebt, Höhen und Tiefen unseres Onkels. Und das war immer eigentlich spannend, mit ihm, sagen wir mal so, verwandt zu sein. Und auch natürlich eine tolle Geschichte dahinter, viel Fleiß und Ehrgeiz. Und ja, bin ich schon stolz, dass der Karl Schranz mein Onkel ist. Hier und da setzen wir uns Buben zusammen und warten. Das ist ein Kartenspiel, das wir besonders gern spielen. Der Herr im Haus ist die Mutter. Sie hat es mit uns vier Buben und ein Mädchen nicht immer leicht gehabt. Er ist natürlich viel weg gewesen und wenn er heimgekommen ist, war das immer ein Mords Hallo. Der Karl Schranz, der Onkel, ist wieder da und die Großmutter die größte Freude. Meine Familie war für mich der wichtigste Faktor in der langen Karriere, weil ohne die Vernunft und ohne die Liebe der Familie hätte ich das gar nicht so lange machen können. Wenn ich, ob ich gewonnen habe oder schlecht gefahren bin, ich bin nach Hause gekommen und es war immer die gleiche Stimmung. Also es war nie kein, logisch, haben sie sich gefreut, wenn ich gewonnen habe. Und waren sicher traurig, aber mir haben sie es nicht gezeigt. Und es war nie ein Tamtam oder es war auch nie keine Trauerstimmung. Und mit dem Rückhalt bin ich immer zu den Rennen gefahren. Also mir kann passieren, was will. Die Familie ist immer da für mich.1966 wird Karl Schranz zum Retter der Skination. Bei der Weltmeisterschaft im chilenischen Portillo holt Schranz mit Bronze im Riesenslalom die einzige Medaille der österreichischen Herrenmannschaft. Bei der Ski-Weltmeisterschaft 1970 in Gröden bringt Schranz Gold im Riesenslalom nach Hause. Bis 1970 konnte Karl Schranz bereits dreimal Gold bei alpinen Skiweltmeisterschaften und insgesamt 11 österreichische Meistertitel verbuchen. Franz Hoppichler, der damalige Rennsportleiter des ÖSV, wurde nicht zuletzt durch die Erfolge von Schranz zum erfolgreichsten Teamchef seiner Zeit. Schranz und die Herrenmannschaft waren die Helden der Skination. Überheblich war ich in dem Fall nie. Das habe ich gewusst. Weil irgendwann kommt dann, wo man am Boden ist. Gell? Und darum wollte ich auch nicht in die Luft. Aber das war egal. Man hat sich da, man hat gewonnen. Es waren viele Fernsehstationen. Man hat dorthin gegangen am Abend beim Essen. Und dann sind alle aufgestanden, applaudiert. Und dann ist der Hoppichler her. Dann hat mir den Finger gegeben. Dann habe ich gesagt, jetzt gibst du mir mal die Hand. Ja. Der hat so eine Art gehabt, so einen Finger gegeben. Sag ich, bitte schön, gib mir mal die Hand, jetzt bin ich Weltmeister geworden. So. Die Sportjournalisten haben Sie als beste Sportler des Jahres 1969 gewählt. Trixi Schuber, Karl Schranz, Lise Prokop, Alfred Matt und Gertraud Gabel. Sportjournalistenchef Strabel überreicht. Dem gefeierten Held Karl Schranz flogen die Frauenherzen zu. So sahen es zumindest die Medien. Das Ski-Idol wurde zur öffentlichen Inszenierung wider Willen. Mein Verhältnis zu den Frauen ist ganz normal. Ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch. Nur versuche ich nicht mich damit zu prahlen, wie es verschiedene Sportler oder Leute tun, wenn sie wollen gesehen werden mit einem Mädchen oder so. Ich habe
sicher meine Freundin, aber ich will nicht unbedingt ein Show-off machen und Tamtam, das muss ja alles, das ist ja eine intime Sache und die soll nicht in die Öffentlichkeit kommen. In Zeiten ohne Management und PR-Strategen war Karl Schranz seinen Fans oft hilflos ausgeliefert. Seine Erfolge machten ihn aber auch zusehends für Politik und Gesellschaft attraktiv. Ich habe immer Leute getroffen, die ich gern gesehen habe. Und die anderen habe ich halt nicht gern gesehen. Aber es war schön. Und ich gehe heute noch am Opernball. Das ist eine positive Erscheinung. Und beim Opernball habe ich schon einige Verbindungen hergestellt, die ich nachher für St. Anton gebraucht habe. Ja. Schranz ist willkommener Gast bei Opernbällen, bei Auftritten mit Politikern und in TV-Studios. In St. Anton am Arlberg. Ja, das war da hat der Ding erklärt, der Heinz Konrads, der mich gefragt hat, ob ich das Lied kenne. Sag ich, selbstverständlich, haben wir in der Schule immer gesungen, gell? Ich Trottel. Weil nachher hat mir leid, Bietchen, Karl, Kim, sing. Da hab ich zittert. Weil singen, ich meine, das war nicht meins. Obwohl ich gern gesungen habe, aber nach dem Stimmbruch war das nicht unbedingt notwendig. Und sitzt noch daneben, mein Schatzer, dann gibt's nirgends ein schöneres Platz. Doch die Erfolgsserie des Karl Schranz hat auch ihre Schattenseiten. Der vermeintliche Fluch der Olympischen Winterspiele, der ihn während seiner aktiven Zeit begleitet hat. Die olympische Pechsträhne nimmt 1960 im amerikanischen Squaw Valley ihren Lauf. Trotz Verletzung ging Schranz an den Start. Ich habe immer zu Olympia in 60, da hätte ich gar nicht starten müssen, weil ich war da, habe eine Stange in den Unterleib gekriegt und dann Operation und aber das war nichts. Der Doktor, der mich dann behandelt hat, der hat gesagt, das ist das ganze Nervensystem gestört, da hätte ich gar nicht starten müssen. Okay, der Ehrgeiz war enorm und ich bin gestartet. War im Nachhinein ein Blödsinn. Gell? Bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck 1964 schafft es Schranz aufgrund einer schweren Erkältung nur auf Platz 11. Ich habe 39 Fieber gehabt beim Abfahrtslauf, bin aber noch gefahren. Na, das hat mich verfolgt, Olympia, muss ich sagen. Aber nicht bewusst, war mir egal. Man, was kann dich verfolgen? Du musst es brechen. Und dann, bei zwei Sachen konnte ich natürlich nicht. Da bin ich nicht selber schuld gewesen. Und auch, ich meine, Grenoble und Sapporo. Da haben sie von außen dann hineingespielt. Gell? 1968 dichter Nebel im Slalom in Grenoble. Schranz müsste auftauchen. Schranz wird von einem Pistenbetreuer blockiert. Ich habe dann abgeschwungen, weil ich in den Mann hineingefahren wäre. Hab abgeschwungen, bin rausgegangen und dort stehen vier Trainer. War der russische Trainer, der jugoslawische, der bulgarische und der ostdeutsche Trainer. Und ich schwing dorthin und schlage einen Stock ein bisschen rein, weil ich wohl gehabt habe. Und bleib stehen. Und dann sagen die, fahr weit, also geh noch einmal hinauf. Das heißt, da hat mich der Russe gepackt beim Arm und hat gesagt, er hat das gesehen, die vier sind Zeuge, dass ich behindert wurde. Und dann bin ich hinaufgegangen und noch einmal gefahren. Und
und er hat die Bestzeit. Alle gratulieren, aber die Goldmedaille hat er nicht. Hier wird der Sieger gefeiert, aber nach einem skandalösen Urteil der Rennleitung wird er disqualifiziert. Und bestätigt Jean-Claude Cullis dritte Goldmedaille. Die Franzosen haben mich beschissen. Und ich habe die Goldmedaille schon gehabt. Ich war also der kürzeste Olympiasieger, den es gegeben hat. Die Disqualifikation von Schranz in Grenoble erregte die Gemüter. Auch Helmut Zilks Stadtgespräche nahmen sich des Aufregerthemas an. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Ich begrüße Sie nach längerer Zeit wieder bei einem Stadtgespräch. Unser Thema heute heißt, war Grenoble eine Reise wert? Ich werde das Gefühl nicht los, dass bei dieser Jury das Wort eines Reporters, eines Journalisten mehr galt, als die Worte der Zeugen, die eindeutig für Karl Schranz aussagten. Und ich möchte noch sagen, dass wir Österreicher Karl Schranz als einen fairen und international erfolgreichen Sportler kennen und dass das eine glatte Verleumdung ist, wenn jemand behauptet, dass Karl Schranz unsportlich gehandelt hätte, indem er diesen zweiten fragwürdigen Lauf unterbrochen hat. Karl Schranz, der Unbequeme. Seine Kritik am Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage, wird ihm 1972 endgültig zum Verhängnis. Dieses Foto wird dem IOC-Präsidenten zugespielt. Brundage befindet darauf hin, dass Schranz als Werbeträger gegen die damals geltende Amateurregel verstoßen habe. Schranz wird von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Sapporo ausgeschlossen. Sie wissen, es hat immer Schwierigkeiten in letzter Zeit gegeben in Bezug auf die Skisportler, auf die Alpinen im Besonderen. Und es wäre ganz interessant zu erfahren, was Karl Schranz zu Avery Brundage sagt. Zum Brandage kann ich nur eins sagen, ich habe nichts gegen ihn. Ich weiß nicht, wieso er was gegen mich hat. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Man kennt den Charakter des Avery Brundage. Ja? Reiche Familie, viel Geld, Bauherr in Amerika und. Das kann man und ein bisschen Provokationen hat es natürlich auch vorher gegeben. Nicht wieder Karl in seiner straighten, direkten Art hat ihn ja nicht gerade besonders gelobt. Und so weiter. Es hat sich wie eine griechische Tragödie abgezeichnet und zugespitzt. Und genauso ist es dann letztlich auch gekommen. Dann war das erste Training. Schranz ist also gefahren und hat Bestzeit gefahren. Beide Mal habe ich Bestzeit gefahren, logischerweise. Ich war ja damals der Beste und habe alle drei Abfahrtslaufe im Winter gewonnen. Incidentally, the International Olympic Committee does not disqualify competitors. They disqualify themselves by violating the rule. Und der Heinz hat dann gesagt, bist ausgeschlossen, die haben beschlossen. Also, sie hat sie. Sag ich, Heinz, mach keinen Blödsinn. Das ist. Und er hat sehr traurig geschaut, nun auch. Und die Ski gepackt, den Helm genommen und ist zum Auto gegangen. Es ist für ihn eine Welt zusammengestürzt, ohne dass er irgendwie dramatisch geredet wurde. Also das hat man ihm unbedingt angemerkt. Die Vertreter der österreichischen Skimannschaft in Sapporo standen nun vor der Frage, gehen oder bleiben? Wir haben in einer Sitzung des Hauptvorstandes des österreichischen Skiverbandes vor wenigen Stunden hier beschlossen, die Mannschaftsführung des österreichischen Olympischen Komitees zu ersuchen, für den Fall, dass die unserer Meinung nach ungerechtfertigte Sperre von Karl Schranz für die 11. Olympischen Winterspiele aufrechterhalten wird, uns zu gestatten, die Heimreise anzutreten. Das würde bedeuten, dass die gesamte österreichische Skimannschaft nach Österreich zurückkehrt. Jawohl. Und dann haben sie mir auferlegt, aber entscheiden kannst du, ob die Mannschaft da bleibt oder nicht. Das ist ein Wahnsinn. Ich soll entscheiden, dass die Mannschaft da bleibt oder fährt, wegfährt. Und das habe ich eine Nacht habe ich überlegt und habe gesagt, weil ich heute weiß und fühle, was es für jeden einzelnen Olympiateilnehmer bedeuten würde, nach dieser jahrelangen Vorbereitung nunmehr an den Spielen nicht teilnehmen zu können, richte ich hier an Ort und Stelle an die Verantwortlichen die Bitte, von diesem Beschluss Abstand zu nehmen,
Ich als Einzelperson möchte nicht der Anlass sein, dass mein Land Österreich als Skiland von diesen Spielen ausgeschlossen bleibt. Bratic, wo es aus dem Pitschi geht, bin wo immer bei uns nimmer seh. Der Brandic hat einen Namen verkriegt und hat ihn kalt, ist qualifiziert. Während Karl Schranz in Sapporo die Koffer packt, bereitet man sich in Österreich auf den Empfang des gedemütigten Idols vor. Der damalige Unterrichtsminister Fred Zinnowatz und an die 8000 Fans erwarten Schranz in Schwechat. Triumphaler Empfang für Karl Schranz in Wien. Tausende Österreicher warteten ab 9 Uhr auf das Eintreffen der Auer Kursmaschine aus Frankfurt. Ich kann Ihnen sagen, dass in diesen Tagen Millionen Österreicher Anteil an ihrem Schicksal genommen haben und dass alle ihr mannhaftes Auftreten und ihre Haltung bewundert haben. Ja, sowas in Sapporo. Ja, sowas in Sapporo. Ja, sowas in Sapporo. Im Auto vom Zinnowatz haben sie reingeführt. Und da sehe ich immer mehr Leute. Es waren ja von Schwächert weg immer Leute. Das ist ein Wahnsinn. Und dann, wie wir in die Stadt hineinkommen sind, Rennweg, das heute noch, denken wir oft, ha, da bist einer gefahren, gell? Aber es waren sehr viele Leute da. Ein Schranz-Fan hatte den Schubert-Ring zu einem Karl-Schranz-Ring werden lassen. Auch bei der Staatsoper das gleiche Bild. Wie der in Wien eingefahren ist, das war unheimlich. Und wenn der Karl damals mit eingewungen hätte, hätte er nie so einen Empfang gehabt. Aber das war ganz was Gewaltiges für mich. So habe ich das erlebt. Im Bundeskanzleramt traf Karl Schranz kurz nach 14 Uhr ein. Bundeskanzler Dr. Kreisky empfing Schranz in seinem Arbeitszimmer. Das Sportidol hatte den roten Duffelcoat der Olympiamannschaft abgelegt und trug seinen schwarzen Samtanzug. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte, Herr Bundeskanzler, bitte kommen Sie auch raus. Dann hat er sich gewehrt. Und dann habe ich noch einmal das gesagt, dann ist er rausgekommen und gleich wieder reingegangen. Erst nachdem man draußen zu schreien begonnen hat, dass auch ich hinausgehen soll, bin ich kurz auf einen Moment auf den Balkon getreten, um sofort wieder zurückzutreten und habe folgende Äußerung gemacht, die am nächsten Tag in einer Zeitung wiederholt wurde. Gott sei Dank, dass das alles nur für einen Sportler gemacht wird und nicht für einen Politiker. Es rinnt einem ja der kalte Schauer über den Rücken. Gerührt winkte Schranz dankend hinunter zu den Wienern. So viele Tausende, Hunderttausende Menschen und kein Problem. Es hat keinen Aggressiven gegeben dort. Die waren alle positiv gelenkt. Also, ich sagte, das war der Wahnsinn. Ich habe die gerettet, dass die Geld verdienen dürfen und trotzdem starten. Jetzt. Und auf das bin ich stolz. Ich meine, manche haben das, der Seiler Toni hat einmal gesagt, er hätte nicht so viel reden sollen. Ja, aber wann dann? Ich meine, wann dann? Ja. Herr Schranz, wie beurteilen Sie heute Sapporo? Also, befreit von der Last der Empfänge und Würdigungen und Feiern und auch befreit vielleicht vom Erlebnis des Augenblicks. Ja, rein sportlich gesehen werde ich das nie vergessen können.
weil ich mich ja, wie schon so oft gesagt, vorbereitet habe auf diese Olympiade. Sie wissen ja alle, ich habe einige Misserfolge gehabt bei Olympiaden. Und gerade diese Olympiade hätte es sein sollen, wo ich den letzten Anlauf genommen habe, um meine Goldmedaille zu gewinnen. Aber Sie wissen auch, dass die Zeit alle Wunden heilt. Ich hoffe auch diese Wunde. Ich habe in der Zwischenzeit Reisen gemacht, versuchte zu vergessen. Ich habe mich auch in der Zwischenzeit entschlossen, vom aktiven Rennsport aufzuhören. Ich werde mir eben jetzt ein neues Leben vorbereiten, mit der gleichen Kraft zu versuchen, wie ich es im Sport gemacht habe. Und das wird eben die nächste Zukunft sein für mich. Dankeschön. War eine logische Sache. Ich war schon dreimal Weltmeister. Ich habe alle Rennen gewonnen, die es gegeben hat. Also ganz gleich war es. Kitzbühel einige Male, Wengen einige Male, die großen Rennen und Meschew und Cortina und Madonna und alles. Ich habe alles gewonnen. Wozu? Es war hat keinen Sinn mehr ergeben. Und ich war müde. Bei dieser Entscheidung war ich eben sehr müde. Und ich habe es auch nicht bereut. Karl Schranz bleibt konsequent und hängt 1972 seinen Skifahrerhelm an den Nagel. 1981 startet er mit seiner Frau Evelyn in einen neuen Lebensabschnitt. Versprechen Sie ihr, die Treue zu halten in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod sie scheidet. Und damit kann nun Karl Schranz, bisher im Slalom auf sich allein gestellt, den Lebensslalom zu zweit beginnen. Ja, ich glaube, dass es besser ist, zu zweit zu gehen. Da hat man mehr Sicherheit, man kann sich gegenseitig ein bisschen unterstützen und das ist sehr wichtig. Frau Schranz, haben Sie sich schon eingeteilt, wer so die Schwerpunkte bei der Familie Schranz haben wird, nachdem der Karl ja doch sagen wir ein harter Fall war, was sein Junggesellendasein betrifft? Ich glaube, das haben wir beide ganz gut geregelt und der Herr im Haus bleibt immer der Karl. Ja, verändert, dass ich mich logischerweise unterordnen musste. Was noch ärger gekommen ist, ich habe dann drei Töchter gehabt, die sind dann angewachsen und dann habe ich gewusst, jetzt habe ich nichts mehr zu melden. Gell? Nein, wir haben uns immer gut verstanden, haben ein schönes Familienleben geführt. Und das war eigentlich das Wesentliche. St. Antons berühmtester Sohn betrat seit 1966 sein Hotel, wurde Ehrenbürger, mehrfach Sportler des Jahres und sogar mit einer Briefmarke geehrt. 1988 wurde Schranz vom IOC eine olympische Ehrenmedaille überreicht. Späte Genugtuung für den Vorkämpfer zur Änderung der Amateurregeln. Ich sehe diese Verleihung der Medaille als ein Akt der Rehabilitierung meiner Person, weil selbst das Exekutivkomitee des Olympischen Gedankens hier gesehen hat, dass mein Ausschluss 1972 einfach ungerecht war. 2001 setzte sich Karl Schranz für die Ski-WM in St. Anton ein und gewann auch dieses Rennen. Wie wir den Zuschlag bekommen haben in Neuseeland, dann habe ich gedacht, ja, es ist ein Teil wie ein Gewinnen eines Abfahrtslaufes oder Gewinnen eines Rennens, aber doch weiter hinaus. Jetzt veranstalten wir für die Österreicher etwas. Und die Weltmeisterschaft war immerhin eine große Sache. Gell? Ja, ich habe das schon positiv gesehen. Und die Antoner auch. Und Tirol auch. Und Österreich auch. Das wäre St. Anton ohne den Karl Schranz. Wir hätten sicher
nicht diesen Weltruf, weil irgendwo, es ist der Arlberg schon bekannt auf der Welt, aber noch mehr ist das St. Anton in der Welt bekannt. Und das ist sicher auch ein Teil vom Karl, weil er natürlich auch international mit seinen Skirennen überall vorne dran war und nochmals Apero, das, was den Namen noch einmal zementiert hat. Weltmeisterschaft ist einfach das zentrale Thema gewesen. Die letzten, ja, jetzt ist noch bald 20 Jahre her. Und da hat ja ein totaler Umbau von dem St. Anton stattgefunden. Und wir haben einen Infrastrukturschub bekommen, allein die Bahnverlegung auf die andere Talseite und die ganzen, das Zentrum oben, wo wir haben, das Sportzentrum und das Freizeitzentrum, die Pisten und alles. Das schaffst du nicht mit normalen Mitteln, sondern da brauchst du ja Glück. Und das Glück war der Karl mit seinen Kontakten nach Wien. Natürlich hat es mehrere gegeben, die die Weltmeisterschaft gemacht haben. Und dass die Bahn nachher von dort nach dort gekommen ist, das hat alles viele Väter, sage ich mal so. Aber der Urvater, das ist der Karl. Und das würde ich fehlen. Rund um die Ski-WM in St. Anton entstand eine nicht unumstrittene Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. So wurde Schranz zum wichtigsten Berater Putins bei den Vorbereitungen zur Ausrichtung der Olympischen Winterspiele in Sochi 2014. Auf einmal ist er gekommen und ich auch da. Ah, ja, da hat er Freude gehabt. Da hat er wieder nicht aufhören können. Der hat nie aufhören können beim Skifahren. Sag ich, Präsident, jetzt ist mir zu kalt. Ich werde dich nicht mehr loben. Warum? Weil es zu kalt ist. Er hat einen Sessel, er hat immer ein Ding unter den Sessel gekriegt, einen Polster, und wir zwei sind draufgesessen auf die kalten Dinge. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt gehen wir. Wir gehen etwas essen. Zumindest für die Dauer der Winterspiele in Sochi wurde die fragwürdige Politik Putins ausgeblendet. Grüß Gott. Ich habe das immer positiv gesehen. Sport verbindet. Sport hat keine Politik jetzt. Keine Marschall. Ja. Und habe auch nicht negative Auswirkungen gehabt. Speziell hier im Westen. Da hat niemand. In Wien war es ein bisschen komisch. Aber jetzt auch nicht mehr. Die glauben auch, jetzt ist der Putin gut. Im November 2018 feiert Karl Schranz seinen 80. Geburtstag. Ein ereignisreiches Leben. Mit zahlreichen sportlichen Erfolgen liegt hinter ihm. Auch wenn Karl Schranz lange Zeit als unbequemer galt, gaben ihm seine Erfolge und auch die Veränderungen, die er im Profi-Skisport bewirkt hat, letztlich recht. Ich schätze heute als Rennfahrer sehr viel gewonnen. Und ich meine, das muss man respektieren. Er war natürlich eines, was für jeden Sportler, auch für ihn, wichtig gewesen wäre, Olympiasieger zu werden. Und dort war er natürlich sehr enttäuscht. Ja. Lebensbilanz, ich meine, was gibt es alles, was man berücksichtigen sollte? Ich meine, ich habe ein schönes Haus. Die Familie ist mit mir gewachsen und wir sind alle sehr zufrieden. Wir betreiben hier einen Betrieb, der in Ordnung ist. Lebensbilanz habe ich eigentlich nie nachgedacht, gell? Weil ich glaube, ich sollte noch eine Weile leben. Ich werde nicht immer überall hinfahren. Und ich bin ja unterwegs gewesen wie ein Marathonläufer. Da überall bei allen Sachen dabei. Da muss man schon zurücktreten, gell? Ein bisschen langsamer.